Arten sterben ständig aus. Manchmal kommt der Artentod langsam und schleichend, wie beim Mammut, bei dem die Jagd vielleicht sogar schon eine Rolle spielte. Manchmal schnell und katastrophal, wie beim Einschlag eines Asteroiden, der die meisten Dinosaurier das Leben kostete. Arten entstehen aber auch ständig neu. Deshalb nahm das Leben nach jedem Massenaussterben wieder neuen Aufschwung. Also alles halb so schlimm? Ganz im Gegenteil. Das katastrophale Massenaussterben, für das wir Menschen verantwortlich sind, verläuft in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Es umfasst die ganze Erde und sämtliche Organismengruppen. Die anthropogene Aussterberate liegt teils mehrere hundertfach über der natürlichen. Von den geschätzt 8 bis 10 Millionen Arten gelten 1 Million als akut vom Aussterben bedroht. Das sind 10 bis 15%. Klingt doch eigentlich gar nicht nach so viel, oder? Das Problem ist, jeder Artentod hat Konsequenzen. Große Raubtiere weg, sehr viel mehr Rehe, kein Wald. Oder Insekten weg, keine Blumen und sehr viel Scheiße. Artensterben verstärkt sich durch Rückkopplung selbst. Mit unabsehbaren Folgen für Nahrungsnetze, ökologische Kreisläufe und für die Menschheit. Es liegt also in unserem eigenen Interesse, Artensterben zu stoppen.